Hey Freunde, willkommen zum neuen Test. Und zwar testen wir heute die Smokebirds. Sind stinknormale Feuervögel, nur mit dem Unterschied, dass sie eine Rauchsäule mit sich hochziehen. Ich denke mal, wir werden die mal draußen testen jetzt. Ich habe sie noch nicht live gesehen, deswegen bilden wir uns gleich unsere eigene Meinung. Preislich waren sie relativ teuer, glaube ich. 4 Euro, ein bisschen über 4 Euro. Jeder Vogel hat 10 Gramm NEM, sprich 40 Gramm pro Packung. 4 Stück sind enthalten und ich denke mal, wir gehen mal raus und bilden uns gleich unsere eigene Meinung. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, gute Story. Ihr seht, die Platte sieht schon schön aus. Aber ich hatte schon mal einen Test der Smokebirds. Habe aber vergessen, auf Aufnahme zu drücken, deswegen machen wir jetzt nochmal den Test. Zum Glück haben wir mal zwei Pakete gekauft. Zuerst kommt jetzt ein blauer. Auch ging bis oben und bis nach wieder unten. Kann man nicht meckern. So, nochmal noch einen roten zum Vergleich. Ja, diesmal war der Rauch nicht bis ganz oben, aber trotzdem sehr gut vertreten. Schauen wir auf blauen. Da machen wir auch mal einen auf ein Brettchen. Ne? Ja. Wenn der das kann, können wir das schon lange. Ja. Das, das sind die dicken Brummer XXL von Wilco. So, dann machen wir den letzten jetzt auch noch auf dem Boden. Ihr seht schon, Platte ist dafür nicht so geeignet. Ist halt schlimm. Auf dem Video. Ach, so, jetzt haben wir es endlich. So, der letzte für den Test. Also meine fand ich jetzt gerade ja nicht mal so schlecht. Was geht denn da hinten los? Oh.